Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Sieg im Champions League Viertelfinale über Atletico Madrid und dem Einzug ins Halbfinale hier im Signal Iduna Park. Ich freue mich, unseren Cheftrainer Edin Terzic neben mir auf dem Podium begrüßen zu dürfen, genauso wie die anwesenden Journalisten hier in unserem Stadion. Führen die PK auf Deutsch. Englische Fragen sind auch in Ordnung, wird der Trainer auf Englisch beantworten. Unsere spanische Übersetzerin Anna wird für die Kollegen aus Spanien übersetzen. Für die Kollegen, die nicht so oft hier sind, eine Bitte, wenn Sie sprechen möchten, das Mikro einmal drücken, dann wird es freigeschaltet. Vielen Dank dafür und jetzt, ja Edin, übergebe ich an dich. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, extrem glücklich, extrem zufrieden und sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und den Verein. Die Stimmung heute im Stadion war außergewöhnlich gut. Es gab wieder mal zwei Momente, die uns wehgetan haben, die das Ganze hätten nochmal kippen lassen können. Und trotzdem hat man gemerkt, dass wir den Glauben niemals verloren haben. Und egal was passiert, dass wir festhalten an dem, was uns stark macht. Und ich glaube, dass, wenn man sich beide Spiele anschaut, dass wir verdient ins Halbfinale eingezogen sind. Und das ist wirklich meine persönliche Meinung. Und das spricht schon für vieles, wenn man sagt, dass man verdient weitergekommen ist gegen Atletico Madrid, dann ist das eine große Sache für uns als Verein. Vielen Dank. Vielen Dank, Edin. Eure Fragen bitte. Der Kollege hier vorne einmal. Dominik Rosing, Focus Online, hallo. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Nach dem 2:2 gab es eine große Reaktion der Südkurve vor allem und das Team wurde direkt gepusht. Haben Sie das an der Seitenlinie auch mitbekommen und wahrgenommen? Und ja, wie fanden Sie generell heute die Atmosphäre im Westfalenpark? Danke. Okay, da waren jetzt zwei Dinge, die nicht ganz richtig waren. Also nicht der Westfalenpark, entweder Signal Iduna Park oder Westfalenstadion. Und es ist nicht die Südkurve, sondern die Südtribüne. Und ja, wir haben es gespürt von der ersten Sekunde, als wir heute rausgekommen sind zum Warmmachen, dass alle diesen Abend auch nutzen wollten, um die Energie in die gleiche Richtung zu lenken und es möglich zu machen. Wir haben erlebt, wie schwer es ist, gegen eine Mannschaft zu spielen, die von 74.000 Menschen oder über 70.000 Menschen letzte Woche die Unterstützung erhalten hat. Und da wollten wir heute gegenhalten. Und ich glaube, deshalb habe ich ja auch in meinem Eingangsstatement erwähnt, es ist ein fantastischer Abend für alle. Für alle, die ihre Sympathien für uns und für Schwarz-Gelb haben. Es ist jetzt das vierte Mal, glaube ich, in der Geschichte vom BVB, dass wir es geschafft haben, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Das zeigt schon, wie besonders das ist. Aber es wäre unmöglich gewesen, wenn wir nicht alle dran geglaubt hätten. Gibt es weitere Fragen? Unsere Journalisten sind gar nicht da, oder? Ich glaube, die Leistung über 90 Minuten spricht heute für sich. Ja. Dann vielen Dank für euer Kommen. Schade. Was sollen wir machen? Wünschen euch noch einen schönen... Oh, da vorne gibt es noch einen Kollegen. Den nehmen wir noch. Ja, einmal der Kollege da vorne, bitte. Sí, hola, Pablo Eje del Diario Marca de España. Le quería preguntar, ¿qué cree que le ha faltado al Atlético Madrid para haberos conseguido el triunfo? Y si cree, como dicen desde el lado del Atlético Madrid, que la suerte no estuvo con ellos. Gracias. Also, ich verstehe das Interesse aus Spanien, dass man sich jetzt zum Gegner äußert, aber ich war wirklich komplett fokussiert auf unsere Leistung und ich finde, dass wir es auch richtig gut gemacht haben. Das darf man jetzt nicht kleiner machen, als es ist. Atletico ist eine fantastische Mannschaft, die auf diesem Niveau schon seit Jahren sehr erfolgreich Fußball spielt. Und trotzdem, wenn man vielleicht etwas herausheben will, was vielleicht ungewohnt ist, dass wir es geschafft haben, in zwei Spielen gegen Atletico Madrid 5 Tore zu erzielen. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht vielen Mannschaften gelingt. Das ist vielleicht auch etwas ist, was für sie neu ist. Ja, wie viel Glück dabei ist, muss man vielleicht, ich fand jetzt nicht, dass wir ein glückliches Gegentor gefangen haben, sondern es war sehr unglücklich für uns in der Situation, wo sie das Momentum dann auf ihre Seite ziehen konnten. Ich glaube halt einfach, dass es zwei Mannschaften waren, die sich den Einzug ins Viertelfinale durch einen richtig langen und harten Weg erarbeitet haben. Und in diesem Vergleich fand ich uns einfach in den beiden Spielen
verdienter, haben wir es mehr verdient, in die nächste Runde einzuziehen. Aber ich glaube, das, was Atletico in den letzten Jahren geschafft hat, sollte ein Vorbild sein für viele Mannschaften, auch für uns, weil sie sich durchgesetzt haben in einer extrem schwierigen Liga, sowohl Titel zu sammeln, als auch dann in Europa. Und deshalb auf diesem Niveau entscheiden Kleinigkeiten. Und diese Kleinigkeiten haben wir in diesen Vergleichen auf unsere Seite gezogen. Jetzt kommen doch noch ein paar hier. Ein Kollege da vorne einmal. Ja, hallo, Thomas Esser von der dpa. Ich habe auch noch eine Frage. Jetzt geht es zum zweiten Mal in dieser, beziehungsweise zum dritten Mal und vierten Mal gegen PSG. Julian Brandt hat eben schon gesagt, dass es schon einen deutlichen Lerneffekt zwischen dem ersten Spiel und dem zweiten Spiel gab beim BVB. Inwiefern ist es aus Ihrer Sicht ein Vorteil, dass man jetzt auf einen Gegner trifft, gegen den man schon gespielt hat in der Saison und gegen den man sich auch schon verbessern konnte in dieser Saison? Ja, das wird sich zeigen. Also auch PSG. Ich habe jetzt nur das Ergebnis natürlich mitbekommen. Haben es jetzt auch geschafft, sich durchzusetzen gegen eine tolle Mannschaft wie Barcelona. Und ja, wir haben PSG zweimal schon gespielt. Das erste Spiel hat uns gar nicht gefallen in Paris. Da waren wir nicht annähernd an dem, was wir uns vorgestellt haben und wozu wir in der Lage sind. Und trotzdem war es ein ziemlich enges Spiel auch da. Da gab es nicht mega viele Torchancen. Es gab dann halt auch eine Elfmeterentscheidung, die das Spiel dann auf eine Seite gekippt hat. Da gab es dann diese Schlüsselmomente, die wir nicht auf unserer Seite ziehen konnten. Aber da hat Jule schon komplett recht. Ich glaube, das zweite Spiel hier in Dortmund war deutlich anders. Das war wiederum ein enges Spiel, aber wir haben es geschafft, sogar näher am Sieg zu sein als PSG. Was wir geschafft haben bei all den Spielen, die wir dann gegen sie hatten, wir haben es geschafft, in der Gruppe vor ihnen zu bleiben und sind als Gruppenerster ins Achtelfinale eingezogen. Und ich glaube auch, dass wir eine deutlich stabilere, bessere Mannschaft sind als noch im September und im November. Jetzt gibt es doch noch an Handzeiten. Christian Müller vom Westfälischen Anzeiger. Ja, Glückwunsch zum Halbfinaleinzug. Ist wahrscheinlich schwierig, an so einem Abend einzelne Spieler herauszuheben, aber ich fand Marcel Sabitzer heute auch wieder sehr stark. Können Sie mal ein, zwei Sätze zu seiner Entwicklung sagen und wie Sie seine Form gerade sehen? Danke. Herr Marcel, haben wir schon nach den letzten Spielen gelobt, dann gab es leider die Sperre. Und wie er jetzt zurückgekommen ist, hat genau da angeknüpft, wo wir uns das erhofft haben. Er wird jetzt nicht hoffentlich nur auf das Tor und die beiden Assists reduziert, weil Marcel hat ein unglaubliches Spiel gemacht in beide Richtungen. Extrem fleißig gewesen im Verteidigen, hat immer wieder dafür gesorgt, dass der Gegner nicht in Ruhe Bälle nach vorne spielen konnten, war immer da für den zweiten Ball, hat Bälle für uns erobert, hat Bälle gejagt. Und dann hat er sich belohnt mit den beiden Assists und dem Tor. Wir hoffen einfach, dass Marcel gesund bleiben kann, weil das, was er jetzt gezeigt hat, das hat nichts mit Zufall zu tun, sondern mit absoluter Qualität. Und diese Qualität macht jede Mannschaft besser und dementsprechend uns auch. Ich sehe kein Anzeichen mehr. Ich auch nicht. Du auch nicht. Vielen Dank für euer Kommen. Einen schönen Abend noch, eine gute Heimreise, speziell für die Kollegen aus dem Ausland. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Thank you. Bye-bye.